Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Einen wunderschönen guten Abend, Toffel. Ja. Unterhosen als Kapitalanlage. Aha. Nee, heute geht's um Toilettenpapier, das von beiden Seiten verwendbar ist. Der Erfolg liegt klar auf der Hand. So, gehen wir mal in das Spielchen, wa? Ha. Perfekt übergeblendet. Turn in the tides, my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. What the hell are you... Ah, Biddle. Oopsie-daisy. You sent 2 dozen National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, bin mal gespannt, wie lange das noch geht, ne? Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. Mr. Assistant Secretary, these accusations sound serious, and... First of all, it's Mr. Secretary now, as in Secretary of War, as in the... Secretary als Minister zu betiteln, finde ich ja schon ein bisschen komisch, oder? Das klingt so nach jemand, der gar nichts zu sagen hat, der ans Telefon geht und Kaffee holt. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Habe ich gerade markiert, dass Secretary die Übersetzung für Minister ist. Das passt doch überhaupt nicht, oder? Da, Mr. Secretary. Was macht denn der? Ich glaube, der macht mehr als Kaffee und ans Telefon zu gehen. Alles gut, das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Ah, ich will das endlich fertig haben, das Spiel. Ja, wo soll ich denn hin? Nach unten auf jeden Fall. Jo, gehen wir mal gucken. Noch weiter. Na, da rein. I'm surprised voltage that high didn't burn it out. It's all about the percentage of copper in the anode. Da war ein Grafikfehler, habt ihr das gesehen? Seriously? Und nicht, dass es wieder abstürzt. Da eben wieder. Okay, Daddy, was geht ab? Daddy wurde ja von Vampiren angegriffen und ist wahrscheinlich infiziert. Die Evil Within 1 und 2 wollte ich mal anfangen. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Also Teil 1 ist ja sehr linear, aber cool gemacht. Sehr creepy. Teil 2 ist ein bisschen Open World. Aber auch sehr cool. Da war ich damals auf die Gamescom, als die Teil 1 vorgestellt haben. Habe ich mir das angeguckt. Und habe die dann gezockt, beide. Teil 2 noch gar nicht fertig gezockt. Aber ist ganz cool. Ich empfehle dir nur, den Filmfilter auszuschalten, ja, dieses Filmrauschen. Das macht alles kaputt. Das sieht so komisch aus. Die haben es viel zu sehr übertrieben. Also wenn du es ausmachst, dann ist es richtig cool. You know what? Maybe let's wait for the doc to give the all clear before we start unbinding anyone. Oh, Edgar. Harrow's not an idiot. Without the Institute, this country would turn into a blood feast. Now, you tell me, son. What's more important? His approval or ending this war? Das Wetter geht mir auf die Nüsse, ne? Am Montag? Lass mich überlegen. Montag war es warm. Kurze Hose und T-Shirt auf der Arbeit. Ist doch laut. Na, geht. Am Dienstag. Auch kurze Hose, T-Shirt angezogen und es war eisekalt. Ne, die. Sonne war nicht zu sehen. Wolkendecke. Und sehr kalter Wind. Ich habe auch bald einen abgefroren. Ne? Jo, gestern Jeanshose und Pulli, weil es hieß 9 Grad und es wurde doch so warm. Ich habe so geschwitzt. Ja, und heute Morgen waren es 4 Grad, wo ich losgefahren bin. Und 19, als ich nach Hause gefahren bin.
Ich hasse dieses Übergangswetter. Da weißt du nie, wie du dich anziehen sollst. Das kann schon ein bisschen nerven. Ja, geiler Mond, oder? Sieht gerade aus wie eine Szene aus dem Film Van Helsing. Aha. Mit, wie heißt er? You... Irgendwas? Wird sicher auch. Jesus Christ, what happened here? Jesus Christ, Superstar. Ah, Mikro doch mal ein bisschen näher. So, dann gehen wir mal hier gucken, was abgeht. Money. Jawohl. Sind das Leichenberge? Ne, das sind Säcke, oder? Oder sind das Leichen? Wahrscheinlich. Ah, ne, sind Tiere. Jetzt sehe ich's. Kühe. Holy cow. Erinnert gerade so ein bisschen an. Oh, wie heißt das? Hier. Requiem. Ihr wisst, was ich meine. Das Mädchen und ihr kleiner Bruder Hugo. A Plague Tale, so heißt. Da gab es auch ein Level, wo die ganzen ganzen Tiere getötet werden mussten wegen dem Virus, der da abgeht. Jo. Lass mal kicken. Oh hier, Geld. Das wäre eine Auktion gewesen. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Ich bin ein bisschen erkältet, wie man sicherlich hört, aber ja. Was willst du machen, ne? Wenn das mal rumgeht, dann kriegt es irgendwie gefühlt jeder, der in der Nähe ist und die ganze Firma hängt drin. Naja. Muss mal durch, würde ich sagen. Oh, das klingt nach Kampf. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Ich weiß gar nicht warum. Das ist gut. Ich guck mal schnell. Wenn ich die Maus hier rauskrieg. Warte mal. Da gehe ich mal hin. Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber ich weiß nicht warum. Ich hatte ja am Sonntag Windows zurückgesetzt, musste das Mischpult neu einrichten, bla bla bla. Hab aber alles wieder gemacht. Nur die Sounds höre ich nicht. Warum? So, das sind. Die da sind es. Die Visual Alerts. Eigenschaften. Cache der Seite mal aktualisieren. So. Erweiterte Eigenschaften. Lass da mal gucken. Und zwar Monitoring und Ausgabe. Hört ihr denn die Sounds? Na, die Dinger da. Ich verstehe es nicht so ganz. Na, ist alles korrekt eingegeben. Du hast es gehört, okay. Okay, das ist gut. Höre ich auch nicht. Also ich sehe den Pegel. Aber ich höre es nicht. Warte mal, lass mal ins Mischpult gehen.
alles drin, also mehr kann ich nicht einstellen. Hm. Sehr merkwürdig tatsächlich. Die Pegel sind da, nur höre ich es nicht. Okay, ich probiere mal was anderes. Nicht abstürzen bitte, ne? Soundeinstellungen. System Gaming, jawohl. Lautstärke. Eingabe. Mikrofon. Ah, Lautstärke-Mixer, das war das Ding. Also. Gaming und Mikrofon, das passt. Das passt. Aber hier kann man ja sonst nichts einstellen. OBS ist ja drin. Komisch. Kann ich jetzt in die Einstellung gehen während... Oh Gott. Ja, scheint noch zu laufen. Okay, Audio. Gaming Chat Mikrofon, das passt. Schnellsammelwerk, Headphones. Audio Ducking deaktivieren, ist an. Vor allem, ich weiß es halt auch nicht. Liegt das an dem Zurücksetzen oder daran, dass ich auch das Update gemacht habe für OBS? Das ist so eine Sache. Ausgabe. Audio. Ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn. Vor allem, weil ihr so hört. Ja, das... Das höre ich nicht. Okay, warte mal. Das ist das Visual Alert. Monitoring und Ausgabe an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alles auf Spur Nummer 3. Überlegen. Naja, ich habe ja nichts installiert. Das läuft ja über eine externe Quelle. Warte mal, Subscribe. Visual Alerts. Eigenschaften. Audio über OBS steuern. Cache aktualisieren nochmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da muss ich mich dann bei Gelegenheit mal damit beschäftigen. Auch wenn alles richtig eingestellt ist, ne? Das ist ja... Sehr komisch. Oh, warte mal. Jetzt habe ich vielleicht eine Idee. Guck mal hier. Wenn ich das mal darüber ziehe. Hm.
Können da gerade mal was abspielen? Irgendwas? Warum? Ich habe alles auf Headphones, ne? Also egal, was für ein Sound hier kommen sollte, es wird an die Headphones weitergeleitet. Ja gut, dann müssen wir erstmal so weitermachen. Da muss ich so mal rauskriegen, was das ist. Okay. So, kämpfen. Kämpfen. Oh. Oh. Joker. Bane und Joker. Denn her? Alter. Samstag, ja? Ja, ich habe meinen Sohn am Wochenende. Also Samstag ist nichts bei mir. Aber Sonntag dann. Sonntag. Der wird auch schon um 12 Uhr mittags abgeholt. Das heißt, starten können wir tatsächlich ein bisschen früher. Story 2 machen von Fluch der Karibik. Alter, lass mich da raus. Guck. So. Eieieiei. Der ist aber evil. Ja genau, dann machen wir die Story weiter. Wow. Oh. Komm, spring. Ja genau, Monkey Island machen wir dann. Hey. Nicht weh machen hier. Alter. Oh.
Ja. Komm. Junge. Oh, so, Samstag die ganze Crew. Cool. Wow, wow, wow. Was seid ihr für Leute? Wow, wow, wow. Hey, nicht schmeißen. Sag Nummer 1. Junge, Junge. Morgen neue Sachen in Fortnite. Ja, was ich heute gehört habe vom Arbeitskollegen, also von Cosmo, der letztens mitgespielt hat, die Sterne, die man da kriegt, die kann man einlösen in V-Bucks, also umtauschen. Würde ja bedeuten, wenn man da Ewigkeiten Sterne sammelt, dass man V-Bucks sammelt. Ah, jetzt aber hier. Boom. Junge. Nee, er meinte, selbst ohne Battle Pass kann man die Sterne eintauschen in V-Bucks. Und wenn man einen Battle Pass hat, natürlich in größeren Mengen. Aber das würde so funktionobeln. Muss ich mal reingucken. Alter, von wo sind wir jetzt gekommen? Von da oder von da? Nee. Okay. Oh ne, hier geht's weiter, ja. Okay. Ich hatte schon ein bisschen Hoffnung. Aber habe ich erzählt, dass ich bei Kinguin, ne, mal reingeguckt habe. Bin einfach auf die Homepage und habe Fortnite als Suchbegriff eingegeben. Und da kannst du Schnäppchen machen, Alter. Ich habe es dann den anderen gezeigt, weil ich kenne mich mit den normalen Preisen nicht aus. Also war schon nicht schlecht. War schon nicht schlecht. Ich kann dir jetzt die Zahlen nicht mehr nennen. Ich weiß es nicht. Ne, da ich mich da nicht auskenne, kann ich mir das auch nicht merken. Aber kannst du mal auf den Link klicken und mal gucken. Da sparst du ein bisschen Kohle. Sei es, um den Battle Pass zu verlängern. Sei es, um Skins zu kaufen für 2,49 €. Oder sonst wie irgendwas. Es waren 347 Ergebnisse, als ich reingeguckt habe. Das kann sich lohnen. Will ich. Die Sterne werden. Oh, halt mal. Die Sterne werden am Ende, wenn man sie nicht ausgibt, werden sie in Gratis-Sachen im Battle Pass umgetauscht. Ah.
Und auch V-Bucks, die ein gratis Teil der Battle Pass. Ah, verstehe, okay. Okay. Oh ja, gut. Aber was heißt am Ende? Am Ende der Saison oder wie ist das? Oder am Ende des Spiels? Also der Session. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ende der Session. Oh. Oh. Boah, das hat gut getan. Aber jetzt brennt mir der Hals noch mehr. Oh, Mensch. Man, 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 man. Jupp, und der einzige Weg, ein richtiger gratis V-Bucks zu kriegen, ist rette die Welt. Okay. Also diese Missionen da machen, ne? Okay. Dahinter ist Gold. Oder eine Kiste. Ah, eine Kiste. Her damit. Weil gerade der Batman-Skin, der reizt mich schon, ne? Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich habe halt auch keinen Bock, Geld dafür auszugeben. Ah, hier ist immer wieder. Okay, das war das. Es gibt jeden Tag V-Bucks für tägliche Aufgaben und andere Aufgaben. Hm, verstehe. Verstehe. So, gehen wir hier weiter. Alter, sei doch nicht so zu mir. Hey. Batman Dark Knight ist in einem Bundle, was man nicht für V-Bucks kaufen kann. Ja, aber den habe ich auf Kinguin gesehen. Also zumindest den Gleiter habe ich gesehen. Für 2 Euro oder so. Aber ich habe nur auf der ersten Seite geguckt. Ich habe da jetzt nicht rumgesucht. Ich habe nur auf der Arbeit mal kurz gecheckt. Weil die es davon hatten, dass es was weiß ich, so und so viel kostet. Was weiß ich. Dann habe ich gedacht, ich guck mal rein. Und es war halt um einiges günstiger. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es mehrere Gleiter gibt. Und da hatte ich Gold. Wie komme ich denn da hin? Da komme ich da hin. Oder? Da war ich glaube vorhin schon. Ja. Komm ich da durch? Nein. Also ein Batman-Skin wäre mir ganz recht. Gleiter ist mir eigentlich völlig egal. So ein Skin wäre ganz cool. Dass ich da als Batman rumlaufen kann, weißt du? Das denke ich mir, dass es dauern kann. Das denke ich mir. Ja, wie gesagt, ich guck mal weiter auf Kinguin. Vielleicht tut sich da irgendwas. Und dann werde ich da vielleicht auch mal zuschlagen. Sind selten im Shop, okay.
Ja, wie gesagt, auf King Bean kann man so ein paar Sachen kaufen. Das Klo leuchtet. Da hat einer Kristalle geschissen. Aber was mir gerade auffällt, ich war gar nicht pinkeln, bevor ich gestartet habe. Komm, ich mach das schnell. Dann schauen wir mal weiter. Kein Loot, nur Gegner. Da war Gold oder Geld. Ja, kommt doch her ins Feuer, dann. Nee. Hau rein, Zeus. Viel Spaß. Hast du Michel? Oder du, Zeus, Helldiver 2. Zeus hat er schon gezockt, ich noch nicht. Ich noch nicht. Oh, neue Vorteile. So. Vitalität. Die maximale Gesundheit wird um 15% erhöht. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Einpacken. So, aber Verbesserungen können wir auch kaufen. Das Teil benutze ich gar nicht, ne? Also Helldiver 2, das ist doch hier dieses Starship Trooper Ableger, ne? Da würde ich tatsächlich auch mal reingucken. Starship Trooper ist nämlich ganz cool. Oh, viel zu teuer. Ja, ja, ne? Und habe ich erwähnt, es kommt aber dennoch ein Starship Trooper Spiel. Und ich glaube sogar im April. Also sehr ähnlich so vom Aufbau, sage ich mal. Aber halt lizenziert, original. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ja. Eigentlich dummer Zeitpunkt, zwei solche Spiele rauszubringen, ne? Naja. So, der Schocker-Finalstoß erzeugt eine Stromspitze sowie ein Energiebündel. Heranziehen oder Sprung verwenden, um mit dem Schocker einem dem Tode nahen Gegner zu erledigen. Ja, das ist eine Spielerei. Hatte ich das nicht schon gekauft? Ja, das wollte ich aber kaufen, ne? Dann mache ich es jetzt. Komisch, komisch, komisch. Ja, ich meine, das ist im Game Pass, ne? Das Helldivers 2 ist ein gutes Spiel und es ist Cosplay. Cosplay? Oder Crossplay? Ja, das können wir mal gerne machen, ja. Natürlich. Das können wir gerne machen. Kein Loot? Ist ja unfair. Da muss doch was zum Einsammeln sein. Cosplay.
Muss ich mich dann verkleiden, weil du Cosplay geschrieben hast? Also sonderlich viel habe ich davon noch nicht gesehen. So ein bisschen schon, was mich schon gereizt hat, ne? Da mal reinzugucken. Aber mehr noch nicht. Von daher können wir gerne mal machen. Und die heutige Nation ist Portugal. Auf nach Madeira. Steuern sparen. Lustige Leute treffen. Und am Strand liegen, Füße hochlegen, braun werden, Sonnenbrand kriegen. Ja, Mann. Oh, da wäre ich dabei. Die lacht mich aus, die Felicity. Das sieht voll nach Van Helsing aus, ne? Der Film. Wie heißt denn der Schauspieler? Der aber auch Wolverine gespielt hat. Also es ist nicht Hugh Hefner. Hugh Grant ist es auch nicht. Fällt mir nicht ein. Heißt überhaupt so? Doch, ich glaube schon. Hugh Jackman, genau, Maverick. Jawollo. Cooler Film übrigens. Und das sieht extrem danach aus gerade. Am Maverick hast du gesehen, ich habe Emotes hochgeladen. 10 Stück oder so, keine Ahnung. Dass auch mal was da ist. For those paying the mortal cost of their quest for glory. That is true vampirism. Oh my god. My kind would never leave one of their children to die crying in the gutter. I won't let you turn them. You don't listen. Mal vorübergehend diese Emotes. Bis ich mal dazu komme, die Wikinger Emotes zu machen. Das ist zu viel neues Visieren. Oh, oh, fuck, Alter. Das ist zu viel neues Visieren. Was ist denn hier los? Habt ihr einen Schaden? Wow, wow, wow. Moment. Alter, Alter. Und kein Platz. Das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn hier los? What the hell? Einmal falsch Knopf gedrückt und schon weg. Wow, wow, wow. Ja, den No finde ich auch am coolsten irgendwie bisher. Alter, drei von denen ist schon assi, ne? Ich hatte ja mit einem schon das öftere Mal Probleme. Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Wow.
What the fuck? Ey. Alter. Jetzt könnte es ein bisschen eng werden. Komm Leute, lass mich mal da ein bisschen laufen gehen. Ich habe nicht mehr so viel Energy. Streich. Und das ist der zweite hier. Raus. Irgendwas zu looten? Nee, ne? All dead. Nee. You'll pay for that witch. Genau. Alte Hexe. Die kleine Hexe. Nee, Raupe war das. Wie man sagt, ne? Jo. Geld. Even without the Mickanock, my children are still more than capable of chewing through the pathetic remains of your father's institute. And das ist aber cool, dass die Kugeln abprallen und noch andere Gegner treffen. Das ist eine feine Sache. Da habe ich Geld. Da nicht. Da auch nicht. Da geht's durch.
Gucken wir erstmal noch hier. Da. Okay, rein da. What now? You're too scared to face me in your own flesh? Oh, oh, oh. Das klingt aber nicht gut. Also, gar nicht gut. Das Vieh wieder. Auch wieder da. Hehe. Hört ihr auf? Ich könnte doch einen alten Manni schlagen. Meine Güte. Ja, muss er wieder Strom einschalten? Und was sollen wir da oben? Verschaff uns mal einen Überblick, würde ich behaupten, ne? Fallen. What? Da drüben ist eine Leiter. An die komme ich aber Leiter nicht dran. Okay. Gucken wir so mal. Was hier abgeht. Badaboo. She's still here, which means the transports aren't ready. Must have caught her off guard. And now she's scared I might be able to stop her. Good. Das war schon der erste Schalter, der zweite Schalter. Und da muss ich hoch. Okay. Deswegen auf den Turm krabbeln. Nö. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Oh, neue Waffe. Was ist das denn? Ein Winchester? Schienengewehr on a Railgun? Nee. Schienengewehr. Die elektrisch modifizierte Version des Rentiergewehrs, die durchbohrende Geschosse und elektrisch geladene Schüsse abfeuern kann. Ja, das sieht ja schon mal ganz cool aus. Kostet aber 8000 Öcken. Na. Früher oder später werden wir die schon zusammen haben, wa?
Da kommen wir der Sache schon näher. Nicht viel, aber ein bisschen. A little bit. Was ist mit den Kristallen? Kann ich damit irgendwas tun? Nee, ne? Okay. Da ist jemand. So was von crazy. Mini. 147. Was? Einfach einen alten Manni schlagen. Kann man nichts anfangen. Sing mir ein Lied. Felicity. Aha. Ein Geheimnis. Ist nix, ne. Da geht's rein. Ob Felicity die Endgegnerin ist? Also ich vorstellen kann ich es mir, nur ich habe keine Ahnung, wie weit wir fortgeschritten sind in dem Spiel. Ob das heute passiert. Oder ein anderes Mal. I don't know. Was ist mit dir da oben? Und hier. Und ihr. Was wollt ihr alle? Oh, da kommen aber eine Menge, ne? Hey.
mich aufgefallen, dass das Fadenkreuz gar nicht mehr dahin zielt, wo es hinzielen soll. Alles klar, Maverick. Gute Nacht. Hau rein. Irgendwie scheint sich das Fadenkreuz verschoben zu haben, ne? Siehst du? Passt gar nicht. Oh, das wollte ich. Alles klar, Zeus. Bis Sonntag. Hau rein. Eine Dose aufgemacht. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Ja, macht der das hier? Oh, halt. Da ist echt was los. Dass ich jetzt noch Loot verpasse hier, ne? Da haben wir doch was. Hier so ein... Ne. Hätte aber sein können. Aha. Du kannst mir keine Angst machen. Sag ich jetzt mal so. Felicity. Wo bist du? Oh, hier. Falscher Knopf. Ja. So. Ich habe das Gefühl, hier wird's übel. Da die mich jetzt gerade nicht angreifen, ist es wohl eine Arena. So, lass mal kurz gucken. Das ist der Flammenwerfer. Ah, da, genau. Armbrust oder Dingens. Wie geht denn noch die Chain Gun? Ah! Treten kann man auch. Ist ja cool. Hm. Oh, komm, wir gehen mal rein. I got you now. I got you. Under my skin. Okay. Wer will zuerst? Do you hear them singing?
Nö. That's humanity's requiem. You can be mankind's last sad note, or you can be part of a new opening chord of progress. Oh, oh, was kommt denn da? It's only natural aus dem Boden. To feel fear while standing on the precipice of change. Sometimes what you need is a little push. Okay. Was ist das denn? Gottesanbeterin. Wahrscheinlich der Satansanbeterin. Heidenei. Hässlich wie die Voldemort. Bruch. Au, au, au. Ey. Alter! Komm. Du musst mir schon eine Chance geben. What the hell? Tschüss. Ey. Alter. This thing is evil, man. Viel zu schnell. Anschleichen hier. Das habe ich gar nicht gern. Wow, 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 weg. Das wird übel, Mann. Alter, schnell! Oh. Okay. Alter! Wow!
geht denn hier ab? Das ist doch nicht normal. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. What the hell? Junge, 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 da machst du was mit dir. Meine Güte. Boah, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Blondie? Alter. There you are. I was starting to worry you'd never wake up. The Feels Reverend. Like I got hit by a train. Those demons and Dickinson did a real number on you. Still, you'll live to fight another day. For all the good it did me. We all have our crosses to bear, my son. Even our Lord Jesus Christ fell three times on the fateful road to Calvary. We are none of us immune to trials of the flesh. At least he could finish his mission. Oh, come now. Here I thought you Rentiers were made of sterner stuff. You heard of us? How? A few of your agents set up camp in the mountains a while back.
quiet lads. But goodness, were they fond of their moonshine. Didn't know we had a cell up here. The lightning storms at their camp did much to stoke local superstition about thunderbirds and other such nonsense. Hold on. Did you say lightning storms? When they were deep in their cups, they'd ramble on and on about how they could channel the power of lightning through their metal gloves. I need to contact my people in Calico. Is there a telegraph station nearby? A couple of miles south, sure. But there's one small problem. Probably should have led with that, Padre. They started creeping out from the holes in the ground after we got back from Dickinson. Lord knows how many of them there are by now. Send your fastest man out to the telegraph station, then get everyone into the church and stay put until dawn. Before you go, Hunter, one of your people left this explosive contraption here last time. We were afraid to even touch it, but I'm sure you'll put it to good use. Is there anything more we can do to help? Pray. For freedom. Diddle diddle diddle. Sprengstoffpackung. Kompakte und praktische Halterung für Sprengstoff. Die Sprengladungen können einzeln geworfen werden. Zum Benutzen. Steuerkreuz nach unten drücken. Ja, nice. Show me. Zum Ausrüsten der Sprengstoffpackung drücken und zum Werfen RT. Okay. Aha. Beautiful. Let's checken. So. Was mache ich hier noch? Ah. Nein, 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 nein. Ich will nicht zurücksetzen. Alles in Butter. Okay. So. Dann gehe ich aber nochmal eben hier lang. So, jetzt kriege ich noch nicht mal angezeigt, wo ich hin soll, in welche Richtung. Okay. Oh, da ist die Brücke kaputt. Gut. Oh, ich habe genug Geld, um eine Verbesserung zu kaufen. Die da. Ja. Flammenwerfer ist eigentlich auch cool, ne? Ich denke da aber nicht dran. Holen wir ein anderes Mal. Da komme ich hier durch. Jawohl. Aha. Ja, komm. Gehen wir mal darüber. Okay. Oh, oh, oh. Oh, wieder so ein Vollidiot hier. Weiter. Nein, ich bin tot. Ja, aber gut. Tatsächlich dachte ich eben schon dran zu beenden. Und das machen wir auch.